mal wieder auf den Cutter gewechselt. Okay, erstmal wieder die Räume an der Seite untersuchen. Straßenstation ist schon mal nett. Die Geräusche sind jetzt nicht gerade so einladend hier. Oh, was? Was war das denn? Kleines Schockpaket oder wie? So, Stase ist voll. Stasepack passt nicht mehr rein. Ist aber auch egal, wir haben so viele davon. Da können wir, glaube ich, gut und gerne mal drauf verzichten. Achso, hier drüben müssen wir gleich die Stase wieder anwenden. Deshalb ist das hier also. So, noch irgendwas zum Sammeln vielleicht. Aufzugebene, Achtung, automatische Anlagen. Ah ja, na da. Gut, hier drüben ist Energiesperr. Nein, ich habe keinen Bock, das aufzumachen. Wenn wir hier was zum Speichern hätten, würde ich tatsächlich mal gucken. Aber ich glaube, wir haben ja nichts zum Speichern, ne? Gut. Oh, ja, komm mal her, mein Freund. Dann lasse ich die Stase nochmal vergehen. Na, will das nicht wieder zugehen? Hihi, so ein Spaß. So, da lade ich mir noch mal fix auf hier die Stase. Jawohl. Supi. Okay, dann wollen wir mal. Kommt hier noch einer an? Scheint nicht so. Von hinten kann keiner. Okay. Dann schauen wir mal. Ach nee. Na, das hat sich ja richtig gelohnt mit dem Faster. Ah, runter von mir. Ich hasse die Priester. Ich glaube, es gibt nichts, was so kackig ist wie diese Drecksviecher. Also vielleicht Necromorphs, die nicht wissen, wann sie sterben sollen. Oh shit, ich glaube, ich habe keine Medikits mehr. Ach du heiliger Bimbam. Na, das kann ja was werden. Na super, ich bin ja so begeistert. Das kann nur toll werden. Ich hasse dieses Spiel. Nein, mache ich nicht, aber wirklich verbessern tut es meine Laune jetzt nicht gerade. Zugang zur Antriebssteuerung, aha. Kontrollraum ist noch zu, wird aber bestimmt auch bald auf sein. Okay, weißt du, super läuft gerade, drum speichern wir jetzt mal. Und ich habe wieder vergessen, einen zweiten Spielstand anzulegen. Ach, was soll's. Ja, mach auf. Barriere. Pfand! Scheiße. Hat nicht so wirklich funktioniert, habe ich das Gefühl. Was machen die da eigentlich? Hallo, Freunde? Seid ihr bereit für etwas Spaß? Ja! Und du auch noch, mein Freund. Komm, ab das Bein und ab den Kopf. So macht uns das Spaß. Und die Arme auch dazu. Na, das wird doch was. Und da kommen die anderen Freunde. Was ein Heidenspaß. Du bist fett. Stirb mal ganz schnell. Sonst mache ich mich nass. Nein! Alter, ist doch nicht euer Ernst, oder? Nein! Fuck! Fuck, 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 fuck!
Scheiße! Oh, lass mich in Ruhe, du verdammtes... Du kackiger Mistkack... Kacker! Jetzt stirb halt! Oh, Scheiße! Alter, was ein Mist, das gibt's überhaupt nicht. So, komm her. Drexi. Irgendwie habe ich den Flammenwerfer etwas effizienter in Erinnerung gehabt. Bitte lass es ein Medikit sein. Nein. Verdammter Shit. Ja, den kannst du mal einsammeln, ja? Du verdammter kackiger Bastard, flieg weg. Ich will keine Credits, ich will irgendwie Leben haben. Gebt mir Leben, jetzt sofort. Ja, danke. So fühle ich mich schon etwas besser. So, da oben liegt was drauf, das habe ich gesehen. Mal gucken, wie wir da rankommen. So, haben wir hier noch irgendwas? Ich check erstmal alles aus hier, check, check. Oh, danke. Arsch. Bevor wir hier weitermachen. So, gut, du gibst mir nichts mehr. Du hier vielleicht noch. Ich fand ja lustig, wie sie durch die Gegend gekrochen sind, da mit ihren Ausfallschritten, ihren ganz langsamen. Noch ein Energieknoten. Herzlichen Dank auch. Okay, hier hätte es auch was zum Explodieren gegeben. Ansonsten hier hinten in der Ecke? Nee. Gut, dann mal nach oben. D'accord, d'accord. Einmal drauf. Ja, nehmen wir mit. Ich mag den Flammenwerfer nicht mehr, seit der nicht mehr funktioniert ordentlich. Der ist mir unsympathisch geworden. Am Anfang habe ich ihn gemocht. Aber mittlerweile... Ich weiß nicht so richtig. So, mal ein Blick auf die Uhr. Okay, ein paar Minuten kann ich noch, aber nicht mehr allzu lange. Ja, heute könnte ich tatsächlich mal länger spielen, wie es aussieht. Heute scheint das Spiel mal ein bisschen mitzumachen, aber heute habe ich keine Zeit. Es ist unglaublich, ich komme nicht über 3 Folgen hinaus bei einer Aufnahmesession. Doch, die erste waren 4 Folgen. Da habe ich eine Stunde lang gespielt. Mensch! Okay, hinten ist nichts. Dann machen wir jetzt einfach mal weiter. So, was gibt's denn hier? Hallo? Zeig mir mal an, was... Aha, Antriebssequenz. Ja, bitte, aktivieren. Zündungssequenz eingeleitet. Ja! Nicht so eilig, mein junger Freund. Noch viel Geduld, du gewinnen musst, junger Padawan. Dann auch du kannst spielen, wenn es unglaublich hackt. Oh, Scheit. Dann lad doch mal bitte nach. Lad doch mal bitte. Lade doch mal nach. Oh, shit, ich habe keine Mini mehr. Shit, ich sehe nichts mehr. Oh, komm, hör doch mal auf zu hacken gerade. Ich komme nicht klar, ich komme nicht klar. Na, spitze. Bisschen weniger Gehacke vielleicht? Ja, dann. Danke, super, jetzt wo ich fast tot bin. Ja, toll. Das ist ja schön. Gut, dass ich meine Gegner... What? Oh, fuck you. Fuck you. Oh, ich hasse euch. Mann, war das jetzt mies, ey. Wie soll ich denn meine verfickten Gegner treffen, wenn das Ding hier so extrem hackt? Hat sich's wieder die beste Stelle ausgesucht, das Spiel. Wunderbar. Da habe ich dann wenigstens gleich auch einen stimmungsmäßigen Grund, wieder aufzuhören. Verdammte Scheiße, was war das denn? Und verdammte Scheiße, von wo lasst ihr mich denn jetzt wieder anfangen hier? Shit, ey. Das ist doch nicht euer Ernst. Jetzt muss ich den Kack nochmal machen. Oh, wie ich euch hasse. Komm, geht zusammen.
Es hilft nichts, ich fasse es nicht. Komm, da hacken wir jetzt erstmal so die Beine ab. So, dann bist du dran. Einmal nachladen. Das reicht noch locker. So. Haben wir keine Muni mehr für das Ding? Ich fasse es ja nicht. So, und für den müssen wir uns jetzt mal irgendwas überlegen, was nicht Bauch auf Fetzen bedeutet. Vielleicht die Beine ab zur Abwechslung mal. Ja, das sieht gut aus. So, nochmal auf die gewechselt. Wir müssen einen Arm treffen. Ja, so wünsche ich mir das. Keine blöden kleinen Mistdrecksviecher. So ist das schön. Wenn ihr mir jetzt noch irgendwas geben würdet, dann wäre ich wirklich zufrieden. Irgendwas, das nicht gerade Brennstoff für den Flammenwerfer ist. Okay, wieder mal alles abwalzen hier und einsammeln. Tut mir leid, das muss jetzt gleich nochmal sein. Weil ich nun mal gestorben bin. Was soll man machen, ne? So, hast du was für mich? Halbleitergold, ja super. Nee, verdammt. So, der hatte uns schon was gegeben. Du könntest auch mal ein bisschen spendabler sein hier. Nee, warum auch? Puh, Arschloch. So, unseren Energieknoten wiederholen. Die Dinger muss ich mir merken hier in der Ecke. Ich pack die mir gleich mal in die Mitte. Damit ich weiß, dass sie da sind dann in der Hitze des Gefechts. Die könnten mir sehr, sehr nützlich sein. So, und den dritten noch. Nein, das doch nicht. Weg damit. So, her damit. Okay. Haben wir die drei Dinger gesammelt. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Ich muss diesmal besser vorbereitet sein. Ach, hier drüben ist er. Habe ich das beim letzten Mal eingesammelt? Die Strahlmuni. Kann sein. Nee, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Nun ja, was soll's. Okay, dann noch nach oben kurz. Der Vollständigkeit halber. Geht doch mal, Mensch. Denn hier waren ja auch noch ein paar Sachen. Die dürfen wir nicht vergessen. So wie ich feststelle, scheint schon voreingestellt zu sein, was in den Kisten drin ist. Es scheint kein Zufallsprodukt zu sein. Finde ich auch ganz gut so. Ich habe damit eigentlich bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn ich jetzt an Gothic 3 zum Beispiel denke, da ist es zufällig, was in den Kisten drin ist. Und ich finde es ehrlich gesagt nicht gut. Weil das bedeutet, wenn man Pech hat, dann hat man wirklich einen Nachteil teilweise. Weil man dann, also dort in dem Spiel ist es halt, wenn man dann zum Beispiel an die Großschwerter oder an die Zutaten für Großschwerter nicht rankommt. Wird jetzt hier, wo nicht so extrem viele rollenspielerische Elemente sind, natürlich nicht so ins Gewicht fallen, aber trotzdem finde ich es besser, wenn voreingestellt ist, was man in den Kisten findet, weil es dann ausbalancierter ist einfach. So, jetzt laden wir erstmal alles nach. Gut, für den Plasma-Cutter haben wir immer noch nichts. Und jetzt, bevor ich hier weitermache, gehe ich speichern. Mach mal auf das Ding. Wunderbar. Gehe ich speichern, speichere ich mal auf einen neuen Spielstand. Mensch, bin ich gewitzt. Mal was Neues. Okay, wir sind ein bisschen besser vorbereitet als beim letzten Mal. Und ich werde das Ganze mit neuem Elan angehen. Extreme Hitze, na sowas da oben. Dann werden wir das Ganze mit neuem Elan angehen und mal schauen, wie wir dann vorwärts kommen werden. Also bis zur nächsten Aufnahmesession. Man sieht sich. Und tschüss.